Das ist unschlüssig bis zum geht nicht mehr. Kannst du echt nicht an diesem Spiel weiterarbeiten, mein Lieber, du weißt schon, Sharon. Ich guck aber nochmal, ob es einen anderen Weg raus gab. Ob ich einen anderen Weg hätte gehen können. Die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Ich kann irgendwie einfach nicht glauben, dass das Spiel so kurz ist. Wobei es doch so toll ist! Mann, da bin ich schon zwei Endings erreicht. Da draußen ist dieses Ding, ich muss halt umgehen machen. Das tut gar nicht. Was willst du? Tot. Toter als tot. Okay. Tot. Ja, den Weg bin ich ja gegangen, aber es ist nichts passiert. Also irgendwie komische Visionen. Ja, okay. Vorsetzen. Dann würde ich mal sagen, auf zur Polizeistation. Woanders kann ich jetzt eh nie mehr lang. Und so. Ne? Also einfach nur geradeaus, ne? Ja. Ja, alles klar. Police Station. Oh, ein Donauto. Klasse, Scheiße. So. Was ist denn hier passiert? Ob hier überhaupt noch jemand ist? Sieht aus, als wären das verschiedenste Polizeiakten. Der ganze Raum würde damit zu tapeziert. Es ist stark verwischt, ich kann nichts mehr entziffern. Das macht mir gerade sogar ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Sieht aus, als wären das verschiedenste Polizeiakten. Der ganze Raum würde damit zu tapeziert. Also stark verwischt, lalala. Ja. Die Tür wurde zugeklebt, ich kann sie nicht öffnen. Oh. Hallo? Ist hier irgendjemand? Ich habe wieder meinen Namen vergessen. Wo sind denn alle hin? Was? Where the fuck is the logic? Let me guess. Leute, ja, ich spreche jetzt Englisch, weil ich ein bisschen verwirrt bin. Ich habe zu wenig Sanity, habe ich recht? Gehe ich alles in den Park. So. Police Station. Das kennen wir ja schon. Was, ja? No, ich drehe mich ein paar Mal im Kreis. Ob hier überhaupt noch jemand ist? Who cares? Obviously, who the fuck cares? Tür lässt sich nicht öffnen. Ich bin hier, wenn ich untersuche, auch mal die anderen Tür. Tür lässt sich nicht öffnen. Bla bla bla. So. Alles klar. Ich hab Sanity voll, also ich glaube, ich überlebe es mal. Hallo? Ist hier irgendjemand? Nein! Verpiss dich! Ja, die sind alle im Stripclub. Bist jetzt einfach umgefallen. Okay. Ja. Was? Oh, eine Polizistin. Es ist Sybil Bennett. Seite. Was? Ah, sie sind endlich aufgewacht. Das Telefon ist nicht speichern. Was ist passiert? Sie lagen bewusstlos im Eingangsbereich dieses Reviers. Sie haben ziemlich lange geschlafen. Nun sind sie ja wach, oder? Nein, ich schlafe noch.
Ja. Ja, ich schätze, das bin ich. Wie ist Ihr Name? Mein Name? Ja, wie heißen Sie? Steve. Ich heiße Judith. Judith Neely. Neely? Nelly? Maria Lambert. Och, jetzt bin ich schon wieder auf den Desktop geflogen. Es ist nicht wahr. Ist das ein geiler Rechner? Ja, ich bin wieder auf den Desktop geflogen. Es ist zum Kotzen. Judith Nelly. Die kommen mir sehr respektvoll vor. Die sieht auch aus wie Sybil. Ist etwas nicht in Ordnung? Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie Judiths Nachname lautet. Sie sind die erste Person, die ich seit Stunden gesehen habe. Die Bewohner der Stadt scheinen wie vom Erdboden verschluckt. Alle Leitungen zur Außenwelt sind zu dem Tod. Es ist wie ein schlechter Traum. Ich wollte gerade in die Nachbarstadt fahren. Da habe ich sie gefunden. Judith, warum sind Sie hier? Da war jemand in meinem Haus. Jemand, der da nicht hingehörte. Er war auch hier. Hier, sagen Sie? Hat er Ihnen etwas angetan? Hatten Sie diese Person? Sie hat mich im Bad vergewaltigt, also, ne? Ich weiß es nicht. Judith, was ist dir passiert? Ach komm, komm zur Sprache, Mädchen. Schon gut. Was ist mit deinen Eltern? Mama. Was ist mit ihr? Wir wollten heute von hier wegziehen, aber Mama war nicht da. Wir wollten ein besseres Leben beginnen. Was ist, wenn sie auch verschwunden ist? Also Pech gehabt. Wie alle anderen? Die ganze Stadt war plötzlich wie leergefegt. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber... Ich werde dir helfen, deine Mutter zu finden. Danke, Maria. Nichts zu danken. Das ist schließlich meine Aufgabe. Wenn nur alle Polizisten so denken würden, gehen wir. Was war das? Ich weiß es nicht. Spiel. Maria, ich habe Angst. Ich werde dafür sorgen, dass dir nichts passiert. Warte hier auf mich. Ich sehe nach, was das für ein Geräusch war. Spiel. Sei kein Arschloch. Hat die mich gerade eingesperrt? Spiel, sei kein Arschloch. Maria, warte. Nein. Lass mich nicht allein. Ich traue dem Spiel nicht. Ich traue dem nicht. Das hat irgendwas vor. Wenn ich schon speichern kann, dann hat das Spiel irgendwas vor. Irgendwas, was mir nicht gefallen will. Da liegt ein Feuerzeug auf dem Sofa. Das muss Maria aus der Tasche gefallen sein. Soll ich das Feuerzeug mitnehmen? Ja. Ich habe ein Feuerzeug.
Diverse polizeiliche Akten sind hier verstaut. Das geht mich nichts an. Verschiedene Ordner mit polizeilichen Akten. Das geht mich nichts an. Dieser Kasten klemmt. Er lässt sich nicht öffnen. Das ist wohl Marias Schreibtisch. Das geht nicht. Okay, jetzt habe ich mich wirklich erschrocken. Was passiert hier? Jetzt schwindelig. Ich höre Geräusche. Vielleicht sollte ich nachsehen. Oh nein. Ich muss mich verstecken. Schon wieder. Ich weiß nicht, ob das passiert im Traum. Okay, das ging noch mal gut. Ich bin froh, ich weiß nicht, ob sie es abkommt. Oh, sie kommt rein. Hallo, Schattenmädchen. Ey. Kommst du nicht vorbei, da ist ein Stuhl im Weg. Was war das denn jetzt für eine Arschloch-Szene? Dieses Spiel verarscht mich auf höchster Ebene. Alles klar, nochmal. So, Feuerzeug. Geht nicht nichts an. Geht nicht nichts an. Lässt sich nicht öffnen. Geht nicht nichts an. Geht nicht vorne nichts an. Maria hat abgeschossen? Nein, was passiert hier? Was passiert hier? Nein. Ich muss mich verstecken. Ganz schnell. Verstecken. Das Viech ist total eklig, wegen dieser Atmung und so. Das finde ich widerlich. Das ist krank einfach. Ich glaube, wenn meine FPS das Spiel fängt an zu ruckeln. Ich glaube, mein Speicher ist gleich voll. Wie lange muss ich denn warten? Ich falle einfach so um. Wir sehen uns gleich wieder bei dieser Szene, das müssen wir nicht tausendmal durch. So, noch ein Versuch. Wahrscheinlich auch der letzte, dann mache ich erstmal für heute Schluss. Mach die Tür zu. Bitte. Okay, ich warte jetzt erstmal. Alles klar, so geht das. Sehr gut. Schon wieder zu Ende oder was? Wenn das jetzt schon wieder eins der Endings ist, dann heule ich mal oder was? Oh, ich kann mich bewegen! Interessant.
Okay, die Effekte sind so krass, dass es ruckelt. In der Wand steht etwas geschrieben. Und dann frage ich mich, wann es wieder ruhiger wird. Wenn er geht. Und dann, wenn er wieder da ist. So höre ich den Engel und gleichzeitig den Teufel. Und ich schreie. Sei still. Ich bin woanders. Ey, ich wollte speichern, jetzt kann ich es wieder nicht. Jetzt kann ich wieder nicht raus. Habe ich geschlafen? Sie entwertet mein Girlfriend. Oder auch mein Girlfriend ist. Wo bin ich hier gelandet? Das ist auf jeden Fall nicht mehr das Polizeirevier. Sanity? So viel hat es gar nicht abgezogen. Das wundert mich. Ich frage mich, was das für ein seltsamer Ort war. Im Polizeirevier bin ich ja wohl nicht mehr. Wie bin ich hierher gekommen? Die Schülerakten, die hier verstaut sein müssten, fehlen seltsamerweise alle. Da muss es eine Schule sein. Ich dachte auch schon, das sah aus wie so ein Direktorsbüro. Es ist inzwischen nur wieder Tag geworden. Die Uhr scheint nicht zu funktionieren. Sie ist bei 5 Uhr stehen geblieben. Eine Figur von Mutter Maria mit dem Visier von mir aus. Wo steckst du sie dir rein? Verschiedene Notizen. Hier wird etwas in Schreibschrift ergänzt. Gordon wird unruhig. Wir müssen uns was einfallen lassen. Darunter steht noch etwas mit einer anderen Handschrift. Als Vorsichtsmaßnahme habe ich den Ostflügel im Obergeschoss abgesperrt. Den Schlüssel für den Westflügel finden Sie, wenn die Mutter über uns weilt. Okay. Okay, wo geht's hier hin? Ich guck mir erstmal beide Wege an. Sie ist abgeschlossen. Okay, ich muss hier hin. Da liegt ein Zettel, allerdings ist die Schrift verwischt. Ich kann nichts entziffern. Okay. Geht sie sonst noch weiter? Nö. Und wozu das Ganze? Okay. Whatever you say. Lass mal, was hat denn der Zettel nochmal gesagt? Verschiedene Notizen, hier wurde etwas in Schreibschrift ergänzt. Gordon wird unruhig, müssen Sie, bla bla bla. Als Vorsichtsmaßnahme habe ich den Ostflügel im Obergeschoss abgesperrt. Den Schlüssel für den Westflügel finden Sie, wenn die Mutter über uns weilt. Okay. Nein. Gut. Das ist schlecht, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Was? Das ist inzwischen wieder Blabla. Bla. Na. Warte mal, war es ein falsch platziertes Event? Ne, es ist inzwischen wohl wieder Tag geworden. Ich muss wirklich schon wieder eingeschlafen sein. Draußen ist es immer noch so neblig. Okay. Ach, hier ist ja noch ein Weg. Ich bin doof. Das macht mir Sorgen. Den Ort kennen wir ja schon. Es ist das Triforce! Na, was ist das für ein Ort? Eine Schule, würde ich sagen. St. Maria Grundschule, seit 1982, das ist eigenartig. Gut. Wir suchen mal nach einem Safe Point. Sie ist abgeschlossen. Und wo komme ich denn? Sie ist abgeschossen.
Okay. Nebel zieht an dem Fenster vorbei, habe ich gerade gesehen. Das sieht cool aus. Nicht abgeschlossen. Was? Sie ist abgeschlossen. Eine Wasserlache ist in der Tür. Ich warte mal. Das ist der Ostflügel. Hier müsste ich eigentlich diese Maria-Statue verwenden können. Ich kann das nicht be. Das Spiel ist ein Arschloch. Wenn da vielleicht. Oder? Ich habe den Zettel inzwischen vergessen, ich weiß nicht mehr, wo ich sie hin tun soll. Ich kann das nicht mehr benutzen. Mein Gott. Das war's. Sie ist abgeschlossen. Entweder ich finde die Schlüssel oder ich muss mir einen anderen Ausgang suchen. Na, wie denn? Hier ist jeder Weg abgeschlossen. Statue einfach hier draufstellen. Ich probiere jetzt alle Möglichkeiten aus. Ich muss ja aber irgendwie weiterkommen. Ich probiere jetzt die Statue an jeder Tür aus. Das ist mir zu doof. Nein. Boah, da ist ein Loch in der Mitte. Lass mich raten, die kommt da rein. So eine runde Einkerbung haben wir. Habe ich recht. Ja, hatte ich. Ich bin doof, Leute. Ich habe die Maria-Figur eingesetzt. Lol. Ich habe den Schlüssel zum Westflügel. Das ist klar. Ach, Westflügel. Hä? Andere Tür? Maybe. Alles klar. Ah. Bitte lass mal irgendwo einen Speicher setzen. Natürlich nicht. Ich habe ein Fläschchen Terpentin erhalten, okay. Chemikalien sind hier verstaut, nichts von Interesse. Kupfersulfal. Verschiedene Farben und andere Materialien für den künstlerischen Bedarf finden sich hier. Das ist doch mal schön formuliert. Okay. Ist das eine Tür? Nee, das war. Die aufliegt. Oh! Nehehehe, dieser Raum sieht ja sehr freundlich aus. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Dein Ernst. Die Wasserleitung scheint zu funktionieren, warmes Wasser kommt aus dem Wasserhahn. Ja, trink doch was. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Durch die Lichtschalter. Ja. Geht nicht an. Ha ha ha. Witzig, was soll ich damit drin? Ja, der geht natürlich. Das ist ein Buch über Chemie. Eine Seite wurde aufgestellt und markiert. Scheiße, Moment. Ich bin ein Fehler. So. Das Vitriolverfahren. Das älteste Verfahren zur Herstellung der sehr begehrten Schwefelsäure ist das Vitriolverfahren. Es wurde im 13. Jahrhundert von Alchemisten erfunden. Vitriole sind Sulfate, die sich relativ leicht thermolisieren lassen. Später hat man auch Alaun, keine Ahnung, als Säureerz eingesetzt. Okay, hier wurden kleine Stellen geschwärzt. Grünes Vitrial, FeSOH. Okay. Anschließend an die Thermolyse kann man mit
dem gewonnenen Schwefel Trioxid durch Umsetzen mit heißem Wasser Schwefelsäure gewinnen. Anhydridrolyse genannt. Alter, man kann es doch übertreiben. Was ist das denn? Leute, mein Problem. Der RPG-Maker spinnt etwas rum und meine rechte Pfeiltaste reagiert nicht mehr. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen hier fürs erste Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich speichere dann halt beim. Spiele ich halt weiter wieder bis hierhin. Na dann, bis gleich, Leute.